stolz heute, weil ich habe gehört, zwei junge Roma, sehr gut. Happy Gedanken. Betone Schuldig für meine Deutsche. Ich bin 100% integriert mit Sprache, aber mit anderen Kulturen, europäischen Kulturen, nicht nur von Deutschland. Ich bin integriert, aber mit Sprache nicht. Aber ich spreche noch andere vier oder fünf Sprachen. Dann ist dieser Kopf der kleine für fünfte oder sechste Sprache. Trotzdem Entschuldigung. Ich antworte mit einer Anekdote. Sie können, weil ich bin 42 oder 43 Jahre im Theater. Theater habe ich gelebt 34 Jahre. Und dann andere natürlich, ich habe gearbeitet, freie Regisseur in Rumänien, in Ungarn, in Serbien, in Türkei, Bosnien, Slowenien, Serbien gemacht? Ja. Ja. Soll ich vergessen, dass es richtig meine Punkte sind in Serbien? Und etc. etc. Egal. Ich fliege einmal, weiß nicht, nach Rumänien oder nach Kosovo, weiß nicht. Und ich komme Polizeikontrolle im Flughafen. Und dann nehme ich einen Pass und dann wartet und aufschauen. Eine lange Schlange hinter mir und ich gebe ihm einen echten Zigeuner. Weil er gehabt Angst, ich bin ein Araber. Weil ich aus wie ein Araber. Jetzt ist Zeit für Araber, ich bin Zigeuner. Zigeuner. Man kommt nach West, ist problematisch, aber man geht raus, ist Gott sei Dank. Und das ist eine ehrlich. Niemand will vergessen diese Situation. Ich erste Mal nach gestorben meinem Theater, ich erste Mal gesagt, ich will in Berlin kommen. Ich bin halber Mensch. Nach gestorben meinem Theater, bin ich sämtlich in Weinen etc. Aber das ist eine ganz tragische Moment. Weil unsere Idee war schon in Deutschland, das hatte gesagt auch, wann wir haben gekommen, kommen Sie nach Deutschland nach, wir machen ein Roma-Theater, Roma-Theater an der Ruhr ist unser Theater, zusammengebaut. Und dann Referenz im Theater aus Nordrhein-Westfalen gesagt, das etc. etc. Das ist gut. Aber hat eine ganz andere Geschichte, ich erste Mal würde sagen. Romani Rose, damals 70. oder wann war das? Das war 90. Glaube ich, geschickt zwei seine Freunde nach Skopje, wollte mit mir reden. Sie hat ihn gefunden. Gut. Und dann, ich habe auch bei mir eine Abendessen. Eine orientale Abendessen, weil unsere Küche Roma und ist anders, weil mehr türkische als Sinti und diese, keine Schwein, keine das, etc. Keine Alkohol, Worte, etc. Was kann ich vorstellen? Rasch du bleib hier in Skopje. Wir geben ihm Geld und machen hier ein Aber ich mit Roberto Tschuli habe geredet und gesagt, ja, komm, das. Und dann habe ich eine Tagung genommen und muss denken, was ich jetzt mache. Nein, besser gehen in Europa. Das ist Demokratie dort, ja, dann
dann bleiben in Europa, ganz Europa, viele Narbeke. Mein Theaterpralecki hat seine Geschichte. Ne? Und wir haben gekommen, 91 hier, wir haben gehabt unsere Geschichte. Dort ist nur 5 Preise oder weiß nicht wie. Ich schäme, sage ich, wie viele Preise wir haben. Ehrlich, weil dann Gage sagen, ach, die Bäume, guck mal, was wir sagen. Jetzt so viel Preise. Ruhrpreis Beispiel. Weiß nicht, in Sarajevo Preis, weiß nicht, in Slowenien, in Zagreb, in Belgrad, etc., etc., etc. In Spanien, in Schweden, in Frankreich. Und dann eine Tag ist diese Person in Deutschland. Erste Mal das Anfangs mit Theater in der Ruhr. 10 Jahre, 11 Jahre, Roberto, ich dachte nicht. Diese Zeit hatte Renovierung sein Theater gemacht, 20 Millionen, mit Projekt. Hier ist internationales Theater mit Roma, mit Türken, etc., etc. Und es tut dann weg, Roma. Man tut es sowieso nicht mal dort. Egal. Aber was war? Moritz, kennst du Namen für diese Kulturhistorie in dieser Zeit? Aus Grüne war. Eine wie Boxer war eine. So eine. Minister für Kultur und Sport und jetzt deutscher Sportbund. Ja, weiß nicht wer, aber egal. Egal, aber wir hören wir einen Boxen, so war ich ja. Wir sind aber wie Boxen, das ist was ich mir jetzt immer vorstelle. Vegetarische keine, dann ist es nicht. Und die Leute sagen deutlich, kein Interesse, du bist bei mir. Vespa, Vespa, Vespa. Ja. Das ist es. Diese Überlegung ist manchmal, das ist ein großer traurischer Moment, der Tragödie. Aber ich will wissen, diese jungen Leute. Wir Roma und Sinti und Roma, wir wollen, ne? Sinti oder Roma, das ist nicht egal. Wir haben Zeit, Familien. Lippe. Hatte viele, viele Künstler gezeigt, wie sind in Roma kann in Kultur viele Sachen machen. Das ist nicht immer, aber kann Roma das? Ja, kann nie. Das ist eigentlich von ganz Europa, nicht für Deutsche. Entschuldigung, nicht sagen, ich bin für Deutsche jetzt, Deutsche in Süße, in Griechen, was sage ich jetzt? Ja, ja, Deutsche und Griechen. Nein, ich sage es in ganz Europa, das europäische Gedanke. Ich habe meine Schrift getan. Wann Theresia gekommen, Kreon, wann gebringt Theresia in Teba und gesagt, Moni, was mich prevedete. Ich hatte ja Theresia, kakva grozota, biti pametan, der pamet pomoć nije. Sagt er, wie schrecklich ist das, klug zu sein, wo die Klugheit einem keine Hilfe bietet. Das ist Zitat von Sophokles. Europäer ist klug, aber hatte viele Hasse. Wenn Hasse, dann ist Emotion. Keine intellektuelle Gedanken ist weg. Das Hasse uns. Aber ich bin da. Was sie brauchen, ich bin da. Ehrlich gesagt.
egal wer das macht, brachen wir etwas zusammen. Institutionen. In Europa. Und nun sage in Bulgarien, in Rumänien, in Ungarn, in Mazedonien, in Serbien, in Kroatien, muss erst einmal für Roma kulturelle Freiheit geben. Dann kannst du kommen in die EU. Aber muss erst einmal EU zeigen, wie das macht in einem Modell. Antiziganismus ist hart für unsere Kultur. Das ist hart. Weil unsere Publik von Granite war Deutsche. Wir haben gespielt im Heaven-Theater, haben gespielt im Maxim-Gorki-Theater und wo noch? Wo war diese 2001? Ante Post. Das war so das deutsche Publikum. Dann gezeigt, deutsche Publikum will, wie setzen sie unsere Kultur konsumieren. Die wollte uns gerne bekommen. Das war eine wunderbare Periode. Beim Publikum gezeigt, wie viel Liebe hat für unsere Kultur. Und ich verstehe es nicht. Wir gespielt in romanischer Sprache. Aber sie ist verstanden unsere Vorstellungen. Das ist ein großes Kompliment. So war es. So. Dritte. Wir Roma sind. Wir keine Kontakte. Ich bin jetzt gut, ich habe Möglichkeiten. Er etwa die Dramaturgie, Musiker. Musiker singen etwas. Was war es? Musiker. Hey, wie viel kann wir zusammen machen? Aber wie viel hat in dieser Europa? Wir keine Kontakte. Wir keine zusammen Idee, was machen zusammen. Wir denken nur, ich mache meine Karriere, alleine ist eine kleine Mitte. Das ist nicht meine Ahnung. Ich habe hinter mich viele Vorstellungen. Ich inszeniere im Nationaltheater in Belgrad, im Nationaltheater in Kosovo. Guck mal. Das ist, was ist, ich bin einziger Regisseur, der diese Zeit hat gearbeitet in Kosovo, im Nationaltheater, im Nationaltheater in Serbien. Und mit großem Respekt. Niemals nicht gesagt, Albaner, du warst in Serbien oder Serbien, warum du? Nein, weil sie hatte große Respekt für meine Arbeit. Oder ich bin kein oder was ich bin. Aber, wir können machen etwas typische Roma. Sinti und Sinti. Ein Zusammenspiel und eine gemischt. Reko Zajnic, ne? Etwas Gemeinsames. Gemeinsam, aha, mein Gott, mein Lieber. Anekdote, dann ich warte unsere kurze Geschichte zeigen. 8. April ist Tag, wann Roma und Sinti zusammen erste Kongress gemacht. Das ist Roma-Tag. Diese Jahre hatte auch Theater Branicke geboren. Eine Roman. Zusammenkommen. Nach 2 Jahren hatte Jürgen Brinner geschrieben einen Brief, weil Jürgen Brinner war Kulturminister in diesem Ministerium von Roma.
Jürgen Brinner hatte geschrieben einen Mazedonienbrief und gefragt, warum Roma keine seine Theater? Ich habe gehört von diesem Theater große Respekt ich habe für ihn. Warum keine? Dieser Brief nicht gekommen bei mir. Dieser Brief war in Ende Hand in Chefredaktor in Mazedonische Zeitung Nova Makedonia. Und nach vielen Jahren, Sohn von dieser Frau hatte Regie studiert und dann wollte mit mir klein, war ein bisschen älter, berühmter, wollte mit mir ein bisschen näher kommen in meine Probe und ich sagte, ja, schon meine Christianische Name Christian. Und ich vergesse, Christian kommt bei meiner Probe. Und dann nach Probe gesagt, weißt du, meine Mutter hat einen Brief und viele Grüße für dich gesagt und will mit dir treffen einen Kaffee drüber. Keine Probleme. Ich habe Respekt für diese Frau. Chefredaktorin von Mazedonien. Aufpassen, du schreibst einen Kontrakt, du kriegst keine mehr Inszenierung machen. Aha, das Buch ist ein Jahr. Ich habe gelernt, was du da machst. Und dann diese Frau gesagt, so und so und so. Ich nur will nur einmal für diese Leute, wer hatte gegründet, dieser erste Kongress, mehr. Viel frei im Leben mehr. Jacques Romanovic, Sari, weiß nicht wer noch, das habe ich vergessen. Aber sie, für meine Generation, hatte gegeben einen großen Impuls und große Motivation. Ich bleibe traurig weiter. Wahrscheinlich Theater Pralipe, Theater Roma Pralipe. Aber ich bin ein Mensch, wer reist in ganz Europa und Gott sei Dank, ein Land und Jahr. Viele Leute erinnern mich an diese Tag, an diese Zeit, an diese Vorstellungen. In dieser Kultur. Und sie hatte Meinung, dass wir kein Roma und Sinti noch weiter arbeiten und machen. Erst einmal muss wir. Entschuldigung, aber erst einmal wir müssen. Weil wartet ein einziger etwas machen, das ist gar nicht.